Sidonie Laborde. Ich bin die Vorleserin der Königin. Ihre Ergebenheit ist mir wohl bekannt. Aber wieso kratzen Sie sich unentwegt? Sie haben sich vor der Königin gekratzt. Haben Sie in sich je das Verlangen nach einer Frau gespürt, das Ihre bloße Abwesenheit furchtbares Leid für Sie bedeutete? Ich glaube zu erraten, von wem ihr redet. Und ich beneide Sie um die Leidenschaft dieser Liebe. Die hat sich gut verkauft. Keine Landpomeranze kann so schnell zur Favoritin der Königin werden. Sie ist eine Nutte, glaub mir. Habt ihr die Neuigkeiten schon gehört? Ich habe nur das Wort Bastille verstanden. Das Volk hat die Bastille erstürmt. Die Bastille? Ludwig der 16. ist nicht mehr frei in seinen Entscheidungen, sondern die Geisel dieses Aufstandes. Das ist die Liste von 286 Köpfen, die sie abschlagen wollen. Zuerst werden die Königin und die Herzogin de Polignac genannt. Ich habe Angst, Alice. Ich habe so Angst um sie. Ich bleibe hier. Die Königin braucht mich. Offenbar finden sie ihre Bestimmung darin. Nur meinetwegen verlangt das Volk ihren Kopf. Verlassen Sie Frankreich. Lehnen Sie ab, was sie von Ihnen verlangt. Ein Wunsch der Königin niemals. Mein Name ist Sidonie Laborde. Ich war die Vorleserin der Königin. Ich habe die Königin geliebt. Doch Versailles ist schon so weit weg. Bald werde ich niemand mehr sein.